Eine neue Folge, wie angekündigt, hatte ich ja schon gesagt, will ich mich aufmachen zum Schlachtfeld. Zum Schlachtfeld. Und da muss ich natürlich das Kram mitnehmen, was wir hinten schon in die Kiste gepackt haben, für die Lieferung. Wir haben aber noch keine Bögen gemacht, fällt mir gerade ein. Das heißt, wir müssen vorher, bevor wir zum Schlachtfeld latschen, auch nochmal bei der Bucknerei vorbei. Aber das machen wir jetzt gleich alles auf einmal. Ja, wir sind jetzt in Folge 597. Wir nähern uns also ganz straff schon der Folge 600. Gott, das würde dann auch bedeuten, eine neue Staffel. Wir haben hier ganz viele Bögen, die nehmen wir mit. Mal sehen, was wir da noch reparieren können. Und schon mal ein paar Pfeile. Okay, also jetzt geht's auf zur Bucknerei. Und von der Bucknerei direkt zum Pferdestall. Da satteln wir unser schnellstes Pferd und dann reiten wir zum Schlachtfeld. Juhu! Unser schnellstes Pferd ist richtig. Genau, so heißt es. Schicksalsklinge? Nein. Ich weiß es. Ich weiß es. Sternschweif. Bucknerei. Eben mal schnell zur Bucknerei gepfeffert. Gefetzt. Gedonnert. Und jetzt müssen wir Bogen machen. Haben wir hier noch Bogen? Einen. Der ist aber schon gebraucht. Wir wollen neue Bögen machen. Eins, zwei. Und dann brauchen wir Seide. Okay, warte mal. Wir müssen einmal Bögen reparieren, damit wir ein bisschen mehr Platz haben im Winter. So, und so ergibt einen ziemlich neuen Bogen. Aber wir können das vielleicht auch schon mit einem kaputten Bogen ganz gut aufheben. Ja. Machen wir den erstmal fast heile. Und dann hier noch, das müsste doch jetzt reichen. Oh, immer noch nicht ganz. Ja, gut. Okay. Und dann doch mal. Das ist jetzt echt ein Flickbogen. Der ist fast heile, ne? Der ist also fast heile. Können wir die eigentlich übereinander stacken? Ach du Schein, die können wir noch nicht mal stacken. Da müssen wir die beim nächsten Mal mitnehmen, oder was? Da brauchen wir ja 1000 Kisten. Außer wir nehmen das Material zum Bogenbau mit. Und bauen die Bögen dort zusammen. Haha. Dachte der Mann. Der ist verzaubert mit Stärke. Das ist meiner. Den kann ich nicht mitnehmen. Okay, pass auf. Dann lassen wir diese kaputten Bögen. Wir können da keine kaputten Bögen uns leisten im Kampf gegen den Drachen. Da darf nur das Neueste hin. Pfeile können wir so mitnehmen. Wir brauchen... Pfeile können wir auch noch machen. Theoretisch. Haben wir hier noch welche? Nein. Okay, dann machen wir nochmal Pfeile. 64. Oh, wir haben keinen Feuerstein mehr. Mist. Das heißt, Pfeile können wir so gar nicht machen. Müssen wir erst noch Feuerstein, aber vielleicht finden wir welche auf der Höhlentour. Wir haben zwei Stacks davon. Dann brauchen wir auch zwei Stacks hiervon. Nehmen wir drei. Aber so viel Bögen brauchen wir nicht machen, Freunde. Echt nicht. Federn haben wir hier genug. Haben wir jetzt alles für Bögen dabei? Wir haben Holz. Ja, mehr brauchen wir ja nicht für Bögen. Okay. Dann können wir ordentlich Bögen machen. Jetzt auf, schnell, schnell, schnell. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir müssen, Schlachtvorbereitung. Wir müssen ja da mit gutem Beispiel vorangehen. Ich weiß nicht, was die anderen schon vorbereitet haben. Ich weiß nur, dass der Zordan gerade dabei ist, seine Schmiede zu errichten, um Rüstungen und Waffen zu schmieden. Und ich habe mich ja dafür bereit erklärt, die Bögen zu machen. Müssen wir aufpassen, dass uns hier kein Burger abhaut. Ihr bleibt da schön drinnen, in Hundsgrab, ne? Tschüss. Ich muss die Schlacht vorbereiten, juhu. Können wir gleich nochmal ein bisschen Wolle mitnehmen. Für Betten, ne? Ganz wichtig. So, wenn wir schon mal hier sind, immer wenn ich hier vorbeigehe, nehme ich eigentlich Wolle mit. Ja, Behutsamkeit hätten wir auf die Schere legen können, zum Spinnenwebenabbau. Aber ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viele Spinnenweben. Und wir verwenden die auch nicht so häufig. Außer wir machen mal ganz viele Wäscheleien, ne? Schafis? Wenn ich hier mehr Schafe mache, also mehr Schafe, dann ist das Problem, dass die hier alles abernten sehr schnell. Ja, so geht es noch. So fressen sie immer mal wieder eine Stelle kahl. Das wächst aber ganz gut nach eigentlich. So. Okay. Das soll reichen. Die Schere lassen wir gleich hier. Falls also einer hier vorbeikommt, der kann gerne die Schafe scheren. Und die Scheren sind hier schon einige. Da sind schon einige Scheren. Oh, guck mal. Jetzt haben wir... Ah, Mist. Haben wir geklaut. Wenn da irgendwelche Bauern sind, die werden sich ärgern. Ich überlege noch, ob ich hiervon irgendwas gebrauchen kann. Nein. Oh, es wird schon wieder dunkel. Naja, nehmen wir gleich das Bett hier.
Und ich glaube, hier war ein Dorfbewohner drin. Wenn der Nico den nicht rausgelassen hat, ist der ja auch immer noch irgendwo. Nee, der ist raus. Der kann doch einfach hier durch die Türen gegangen sein. Ich hoffe, der irrt jetzt hier nicht irgendwo in den Wäldern von Hundsgrab rum im Appelwald. Gerade wenn es Nacht ist, ist es da sehr gefährlich. Ja, ein neuer Tag. Es ist sehr gefährlich in den Appelwäldern und ich hoffe, weil halt einige Bürger tatsächlich abgehauen sind aus Hundsgrab, als ich da das Loch in der Mauer gelassen hatte, dass die noch da sind, wenn ich wiederkomme und dass sie nicht in die Wälder gelaufen sind, weil in den Wäldern von Hundsgrab natürlich auch Geister ihr Unwesen treiben, ne? Sagt man ja so. Ist auch so. Bin auch noch Truhen. Meine Diamantrüstung ist an Ort und Stelle, hat noch keiner gebrauchen können sozusagen. Hier müssten wir echt nochmal eine andere Endertruhe hinmachen. Wo sind die ganzen Pferde? Ach so. Ja, der Zordon hat weitergebaut hier. Guck mal. Wer bist du denn? Dich kenne ich ja gar nicht. Und ach, guck mal, neue Pferde. Jetzt können wir ja bald mit dem Joe Slow, der Oma Luise, dem Wusimu und dem Yoshi die Pferde holen. Wo ist ein Sternschweif? Da bist du ja. Na, Sternschweif? Ich habe keinen Sattel für dich dabei. Moment, hol ich. Verdammt, habe ich echt vergessen? Renn. Wir haben noch viele. Na, spring noch nicht herum. In der Sattelkiste haben wir, glaube ich, noch ziemlich viele. Eine neue Weide, wie cool. Pferderüstkammer, genau. Die ganzen Prunkrüstung und ein Sattel, genau. Seil. Eventuell. Seil. Kein Seil da. Das ist schlecht. Da müssen wir nochmal Seile reinpacken. Zordern, wenn ich mal wieder vorbeikommst. Oder wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, müssen wir unbedingt Seile hier reinpacken. So, zack. Sattel drauf. Und aufgesessen. Nicht immer so aufsässig. Ich weiß nicht, ist hier hinter eventuell Lava? Na, hier kommen wir gut raus. Und Sternschweif ist das schnellste Pferd, was ich bisher hatte. Das geht ab wie Schmidts Katze. Ich hoffe, hier können wir durchreiten, aber ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Achtung! Oh, nicht gegen die Mauer reiten. Oh, es geht. Und hier ist jetzt ja der neue Weg. Ich hoffe, der ist hoch genug. Ja. Hochstart sollten wir jetzt nicht unbedingt machen. Hopsa, den der Zordon gebaut hat. Zum Schlachtfeld, sehr praktisch. Ich habe ihn zwar noch nie verwendet. Ja, es geht ab, wa? Mal sehen, ob wir die Kurve kriegen mit vollem Tempo. Yes, nein. Rausgetrieben, leider. Hey, Sir. Boah. Er ist kaum im Zaum zu halten, der gute Sternschweif. Lalala. Oh. Das geht ab. Ganz schön weit eigentlich doch bis zum Schlachtfeld, hätte ich gar nicht gedacht. Mal sehen, ob wir da hochgesprungen kommen. Ja. Und da sind wir schon. Abgesessen. So, und du, ich guck mal, vielleicht haben wir hier irgendwo eine Leine. Die sieht ja schlecht aus. Enderaugen. Okay, hier können wir schon mal die Pfeile mit beipacken. Ja, ich weiß nicht, Sternschweif. Hier ist keine Leine, nirgends. Nirgendwo. Ach, hier hat er so eine. Ja, das ist immer gut. Hier kann man dich zumindest parken. Go, komm mal her. So eine Parkgarage für Pferde. Die einfache Form. So, zack. Jetzt bräuchte man natürlich irgendwas, um das zuzumachen. Nehmen wir erstmal gelbe Wolle. Und rote Wolle. Dann weiß auch jeder, wem das Pferd gehört. So, ne? Stehst du gut da? Kann nichts passieren? Gut. Das ist die Kiste Hundsgrab OZ. Gut, dann packen wir da jetzt mal alles rein, was wir so brauchen. Das Leder. Und da wollten wir Bögen von machen. Ja, machen wir jetzt gleich Bögen? Ich glaube ja. Dann stellen wir die einfach hier neben die Kiste. Geht das? Nee, wahrscheinlich nicht. Dahin können wir sie stellen. So, da können wir die Bögen reinpacken. Haben wir hier eine Werkbank? Ja, haben wir. Okay. Bögen bauen. So, zack. Und zack und zack. Ja, viele schöne Bögen. Erstmal. Die kommen jetzt alle da rein.
Die Kürbisse kann ich auch gleich mal zurücklegen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz zum Bögen bauen. Holz. Kürbisse. Eisen brauchen wir nicht. Betten müssen wir behalten. Ein bisschen Stein. Bilder. Bögen. Bögen. Und Truhen nicht vergessen. Und ja, hier die Zäune waren auch hierfür. Jo, alles klar. Können wir wieder Bögen bauen. Können wir uns wieder dem Handwerk zuneigen, vor allen Dingen. Ach, hört mal, schon wieder. Das zweite Mal heute, dass der Hundskrab-Song. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das nennen, das Ding? Hundskrab-Song ist auch irgendwie blöd, oder? So, da haben wir wieder ein paar Bögen. Die können wir wieder in die Bogenkiste machen. Wir müssen dann bald mal das Zelt bauen, wo die sozusagen die Planung stattfinden kann und Mannschaftsquartiere und sowas. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ich mich lieber erstmal wieder Hundskrab zuwenden soll oder ob ich tatsächlich dann schon mal... Oh, guck mal, wir haben ja ordentlich Pfeile schon gemacht. Das sollte erstmal reichen. Hier haben wir noch Bögen, die können damit in die Bogenkiste. Erstmal. Ja. Und ein paar Bögen können wir noch machen, so ist ja nicht. Ein bisschen Material haben wir noch. Wartet mal, so und so. Und so. Jetzt ist aber bald Material Ende. Hier können wir nochmal und so. Zack. Und dann ist uns dann doch das Material ausgegangen. Ist aber nicht so schlimm. Das Restmaterial packen wir einfach hier in unsere Hundsgrabkiste. Da können wir dann später nochmal Bögen machen. 42 Kürbisse haben wir. Das sollte ehrlich gesagt reichen. Und hier haben wir noch ein paar Bögen, die jetzt noch einsortiert werden wollen. Muss gleich mal auf die Uhr gucken, wie lange wir überhaupt schon hier rumdödeln. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Höhlentour an die schöne Ahaha. Und ich muss gleich mal gucken, in welche Richtung wir die unternehmen. Kleinen Moment mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wo sind wir denn? Da. Joa. Wir sind also ziemlich zentral jetzt. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir hingehen. In diese Richtung hier würde ich meine Höhlentour starten. Weil da ist noch unerforschtes Gebiet. Und dann würde ich sagen, machen wir uns hier mal einfach auf den Weg. Hier ist auch schon eine Höhle. Die wird aber höchstwahrscheinlich erforscht sein, denke ich mal. Die wird schon erforscht sein. Deshalb machen wir uns erstmal in neue Regionen, wo auf keinen Fall eine Höhle erforscht sein kann. Ach, hier haben wir auch Wasser. Können wir uns auch mit dem Boot aufmachen. Und Schafe haben wir auch. Ja. Die könnten wir dann mal scheren. So. Ich würde sagen, wir bauen uns mal ein Boot. Und dann sind wir nämlich schneller unterwegs. Ein Bett haben wir mit. Also es geht ein bisschen in die neue Welt. Nicht weit. Nur so ein kleines Stück, ne? Aber Hundskrab braucht unbedingt wieder Diamanten. Und deshalb werden wir gezielt... Die nehmen wir mit. Zack, du kommst mit. Gezielt Diamanten suchen. Auf geht's. Ja. Ja, Leute. Auf hoher See. Ein Huhn. Vorsicht nicht gegenfahren. Das tut nicht nur weh, sondern hat auch den Nachteil, dass wir dann, ja, kaputt, dass unser Boot kaputt geht, ne? Ein schwimmendes Schwein. Oh, das Arme. Das wird Zollern aber nicht freuen. Denke ich mal. La, 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 la. Was ist das denn für eine Insel? Ha. Hab ich auch nicht gesehen, sowas. Joa, wir halten diesen Kurs. Wir hätten uns einen Kompass mitnehmen müssen. Eigentlich. Hätten wir vielleicht machen sollen. Aber ich denke mal, wir fahren jetzt einfach immer hier Richtung Sonnenuntergang, Aufgang. Im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch Richtung Westen fahren. Ist das richtig? Ja. Richtung Westen. Ich wollte eigentlich ganz gerne hier an der Küste bleiben. Aber ich sehe überhaupt keine Küste. In Küsten gehe ich nicht so aufs offene Meer raus. Ja, Freunde, also die nächste Folge wird dann tatsächlich eine Höhlentour. Diesmal haben wir ja nur das Graben sozusagen ja, zum Schlachtfeld gebracht. Und irgendwann müssen wir ja wirklich mal gegen den schwarzen Drachen antreten. Es geht ja so nicht mehr weiter. Jetzt sind wir so ein bisschen aufgebrochen in die neuen Lande. Ja, und da wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. Wir wollen die schwarzen Flecke auf unserer Landkarte sozusagen eliminieren. Und dafür fahren wir hier schön übers Meer. Mal gucken, irgendwo müsste jetzt hier bald schon das neue Biom kommen. Okay, da unten sind Tintenfische und richtig viele Tintenfische.
Tintensäcke können wir aber ohne Ende in Hundsgrabshafen ernten. Wenn wir dann wiederkommen, müssen wir uns echt überlegen, sozusagen, wo wir da weitermachen in Hundsgrab. Es besteht natürlich die Möglichkeit im neuen Hafenbereich. Moment, der Sonnenstern hat ja gesagt, Port de Oro soll das Ganze heißen. Und ich muss dann auch nochmal die 7 Tage Hundsgrab ausrufen, aber dazu gibt es noch ein Infovideo. Und jetzt sind wir mitten auf dem Meer und können nicht schlafen. Das ist ziemlich dumm. Gerade. Das ist ziemlich dumm. Was ist das denn hier von Ozean, ey? Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich so ein richtig tiefer, großer Ozean. Ich sehe, da hinten ist Land, aber ne, nicht wirklich. Doch, hier ist Land. Ach, hier ist Land. Guck mal. Das sieht interessant aus. Oh. Dann gehen wir doch einfach hier an Land. Können wir wenigstens schlafen? Da ist Wüste. Sehr gut. Langsam, langsam. Bremsen, 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 bremsen. Und runter. Hui. Ja, das Boot lassen wir hier. Dann wissen wir wenigstens, dass wir hier an Land gegangen sind. Schwarzeichen. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir nämlich gleich Schwarzeichenholz mitnehmen auf dem Rückweg. So. Und Pofen. So, und morgen? Morgen geht's dann tatsächlich weiter. Mit der nächsten Folge natürlich. Hätte dann fast nicht gedacht. Und das dürfte dann schon die 98 sein. Oh wei. Ja, 98, also 598. Und schauen wir mal, was wir da in der 600. machen, wa? Müssen wir irgendwas Besonderes machen? Osterfeuer oder so? Naja. Also, liebe Leute, bis morgen.